Was die Politik schon beschlossen hat, was sie noch entscheiden muss und was das für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet, darüber will ich jetzt sprechen mit Udo Sieverding von der Verbraucherzentrale NRW Energieexperte. Herzlich willkommen, guten Morgen. Guten Morgen. Herr Sieverding, die Gaspreisbremse, die kommt. Die Gasumlage, die kommt nicht. Grundsätzlich erstmal, ist das eine gute Entscheidung so gewesen? Es ist eine gute Entscheidung gewesen. Es ist auch überfällig gewesen. Im Nachhinein weiß man natürlich, dass mit der Gasumlage hätte man sich komplett sparen können. Ähm, jetzt ist natürlich Schlaumeier, Schlaumeierei nicht so angesagt, aber wir hatten von vornherein gesagt, dass, äh, die dass es eine Fehlkonstruktion ist, das über eine Umlage zu machen. Schon als Juniper. Ins, ins Straucheln geraten ist. Hätte man äh, diesen Schutzschirm vom Staat, also über Steuerfinanzierung machen müssen. So, jetzt kommt der nächste Schritt. Wir haben natürlich auch viel Zeit verloren damit. Jetzt kommt der nächste Schritt und im Beitrag klang es ja schon an, jetzt stehen die 200 Milliarden im Schaufenster und alle haben jetzt natürlich große Erwartungen, dass es sie denn jetzt doch nicht mehr so hart trifft und ja, da bin ich mal sehr gespannt, was jetzt konkret da wirklich in der Kommission und dann von der Bundesregierung beschlossen wird. Klar ist, es wird keine Eins-zu-Eins-Kompensation geben können. Ich will vorher noch mal auf eine Sache kommen, die schon entschieden wurde, nämlich dass die Mehrwertsteuer auf Gas ja auch gesenkt worden ist von 19 auf 7 Prozent. Wie sehr hilft das denn den Verbraucherinnen und Verbrauchern schon? Ja, das hilft. Das gilt ja jetzt schon seit dem 1. Oktober. Das muss jetzt noch umgesetzt werden von den Energieversorgern. Das ist auch tatsächlich dann, dass die Abschläge gesenkt werden. Das kann man dann auch bei denjenigen, die schon die Gasumlage quasi angedroht bekommen haben, mitgeteilt bekommen haben. Das kann man dann gemeinsam verrechnen. Das ist auch für die Energieversorger keine einfache Situation, jetzt wieder das nachträglich alles mit heißer Nadel umsetzen zu müssen. Wir gehen aber davon aus, dass das jetzt in den nächsten Wochen passiert. Den Verbrauchern kann man raten, jetzt soweit das noch möglich ist den Zählerstand sicherheitshalber zum 1. Oktober äh, sich zu notieren oder zu rekonstruieren ähm, das sollte jetzt noch gehen und insgesamt hilft das natürlich schon aber es ist wie alle Maßnahmen ich finde sinnvoll aber es ist wie alle Maßnahmen oder wie sehr viele Maßnahmen auch letztlich eine äh, Maßnahme aus der Gießkanne das heißt es werden natürlich auch diejenigen jetzt von der niedrigeren Mehrwertsteuer profitieren ähm, die eigentlich das Geld hätten, auch die höheren Preise zu zahlen. Das ist nicht sehr populär, diese Diskussion, aber man wird am Ende sehen, ob, wir, ob es uns wirklich gelingt, so viel Geld aufzubringen, dass Unternehmen vor Insolvenzen geschützt werden und Verbraucher auch, die Verbraucher, die an der Kante stehen, die in den unteren Einkommensschichten, in der unteren Mittelschicht sind, denen jetzt wirklich finanziell das Wasser bis zum Hals steht, die Angst haben, dass sie die Energierechnung nicht bezahlen können. Und hier eine 1 zu 1 Kompensation wäre angemessen. In anderen, in höheren Einkommensgruppen muss man das, glaube ich, diskutieren und das liegt jetzt auf dem Tisch. Sie sprechen gerade von der Kompensation. Wie groß sind denn die Preissprünge, die Sie gerade auf dem Markt wahrnehmen, so über die Versorger hinweg? Also zum einen nochmal volkswirtschaftlich, die 200 Milliarden klingen ja sehr gewaltig, aber Sie decken, zumal sie ja für zwei Jahre gelten sollen, sie decken nicht annähernd die Preissteigerungen, die wir für Strom und Gas. Und wenn man nach Öl hinzunehmen, wird es noch teurer. Also hier sind durchaus Größenordnungen, die deutlich drüber liegen, gibt es unterschiedliche Zahlen, aber so 300 bis 400 Millionen Euro Mehrkosten pro Jahr stehen im Raum. Und da sind die 200 Milliarden, äh, äh, Milliarden gerade, dann sind die 200 Milliarden natürlich auch vergleichsweise schon wieder äh, klein. Und äh, bezogen auf die Haushalte bedeutet das, dass bei vielen Haushalten bislang schon zum Beispiel beim Gas eine Verdopplung von Ehemals so 5, 6, manche 7 Cent, auf jetzt durchschnittlich 14, 15 Cent angekommen ist. Weitere deutliche Preissteigerungen waren eigentlich zum 1.11. geplant. Da muss man jetzt schauen, wie das mit der Mehrwertsteuerabsenkung sich darstellt. Ähm, aber da sind die Signale ähm, deutlich und vor allen Dingen noch deutlicher sind sie bei Neukundenverträgen oder bei Preiserhöhungen, wenn man nicht in der Grundversorgung ist oder eine Preisgarantie hat. Also wer jetzt. Aus seinem Tarif fliegt oder eine Preiserhöhung bekommt, fällt die häufig auch. Dann steht eine 2 da vorne beim Gas, also 20, 25, manchmal sogar 30 Cent. Und das ist für viele Haushalte nicht bezahlbar. Da wollte ich auch noch mal nachfragen an diesem Punkt. Können denn die Versorger jetzt beliebig sozusagen, weil der Markt es hergibt, ihre Preise erhöhen? Oder an welche Regeln sind die auch gebunden, die dann vielleicht auch die Verbraucherinnen und Verbraucher schützen? Ja, da gibt es insbesondere bei der Grundversorgung ähm, die Angemessenheit und bei Bestandskundenverträgen muss das auch angemessen sein. Neukundenverträge, da ist der, da, da ist im freien Markt, äh, sind da keine Grenzen gesetzt. Deswegen ist auch vielfach eben der Weg im Moment ähm, in den Portalen, wenn man auf der Suche nach einem neuen äh, Tarif ist, in den Vermittlungsportalen, Zwecklos, da findet man nichts, sondern ähm, gerade Haushalte, die jetzt eine Preiserhöhung bekommen, sind am besten damit beraten, dass sie, sich, äh, von, dass sie von ihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen und sich zumindest übergangsweise in die Grundversorgung fallen lassen. Das ist nicht unumstritten. Viele Stadtwerke und Grundversorger wollen das nicht, die finden das nicht so toll. Ähm, aber trotzdem, für die Betroffenen ist es gerade jetzt vom Winter, um erstmal in der Grundversorgung zu überwintern, ist es mit Abstand in den meisten Gebieten die beste Wahl. Herr Sieverding, das ist jetzt vielleicht der Klassiker unter den Fragen dieser Tage, aber was kann denn jeder Verbraucher, was kann jede Verbraucherin selbst noch machen, um Energie zu sparen, um damit dann besser durch den Winter zu kommen? Ich glaube, auch die Antwort darauf kann man gar nicht oft genug geben. Ja, jetzt sind wir natürlich am Beginn der Heizperiode. Das heißt, die Chance, jetzt noch eine Heizung auszutauschen oder einen Handwerker auch zu finden für einen hydraulischen Abgleich, ist nicht sehr wahrscheinlich. Trotzdem kann man da durchaus auch noch mal, gerade beim hydraulischen Abgleich jetzt noch Glück haben. Dann wird es aber auch höchste Zeit. Und ansonsten gelten für Eigentümer als auch für Mieterhaushalte natürlich. Die spannende Frage, die, wie Sie schon gesagt haben, natürlich schon viel diskutiert ist, wie warm soll es in der Wohnung Wie warm darf es sein? Oder wie, wie kann man auch reduzieren? Jetzt machen die Ersten die Erfahrung, 19 Grad im Homeoffice ist für eine Woche gut, aber in der zweiten Woche irgendwann dann mal dreht man doch die Heizung höher. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Klar ist, wir müssen einsparen. Das kann man natürlich mit äh, gewissen Komforteinschränkungen ähm, ja organisieren, aber da Vorgaben zu machen und äh, so, das ist schwierig, das ist letztlich individuell. Ähm, technisch kann man jetzt nur noch ein bisschen machen, also kleinere Maßnahmen, äh, Thermostate austauschen, das ist so ein Klassiker oder beim Warmwasser in der Dusche einen Sparduschkopf, das rechnet sich auf jeden Fall. Irgendwie, da bin ich sicher, werden wir durch den Winter kommen. Udo Sieverding war das, Energieexperte von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, schönen Tag.